Zum bereits 50. Mal veranstaltete die SVS Leichtathletik das traditionelle Franz Schuster Memorial. Die besten Nachwuchsleichtathletinnen und Athleten Österreichs konnten sich nach zweijähriger Unterbrechung endlich wieder mit zahlreichen internationalen Athletinnen und Athleten aus 8 Nationen messen. Traditionell zu Pfingsten findet am Schwechater Phoenix-Sportplatz das Franz-Schuster-Memorial statt. Seit über einem halben Jahrhundert wird das Event für Nachwuchsathletinnen und Athleten durchgeführt. Bis auf eine Unterbrechung, die Corona-Pandemie hatte es leider geschafft. Und so fand das Jubiläumsturnier 2 Jahre verspätet statt. Umso mehr freut es den Vizepräsidenten der SVS Leichtathletik, dass das Event nun endlich wieder stattfinden konnte. Franz Schuster war damals Vizebürgermeister in der Stadtgemeinde Schwechat. Und Franz Schuster hatte damals eine visionäre Idee, den Jugendsport dementsprechend zu installieren. Das heißt, dass die Jugendlichen wirklich im sportlichen Bereich tätig sind. Und diese visionäre Idee, die Franz Schuster gehabt hat, natürlich hat sich dann weiterentwickelt. Wobei man sagen muss, dass 1971 Franz Schuster viel zu früh gestorben ist. Und in Andenken an seine tolle Idee und seine richtungsweisende Entwicklung für den Sport in Schwechat wurde dann dieses Franz-Schuster-Meeting eingerichtet. Aus dem 1967 entstandenen Jugendsport entstanden dieses Leichtathletik-Meeting. Und über 5 Jahrzehnte hat sich das weiterentwickelt, ist sehr, sehr erfolgreich, ist international, erfreut sich größter Beliebtheit und ist mittlerweile natürlich ein ganz großer Fixpunkt in unserem Sportkalender. Ich habe Athleten im Nachwuchsbereich von U18 aufwärts, also U18 und älter im Sprintbereich. Mädchen und Burschen. Meine Trainingsgruppe sind so ungefähr 7 Athleten, wobei dann zum Sprinttraining hier am Phoenixplatz auch noch einige andere Athleten von anderen Trainingsgruppen dazustoßen. In welchen Disziplinen finden die Bewerber hier statt? Es gibt die verschiedensten Disziplinen, die wir haben, von dem 100-Meter-Sprint begonnen bis über die Hürdenläufe. Dann haben wir die Hochsprung, Weitsprung, Diskuswurf, Hammerwurf. Und zuletzt haben wir noch Speerwurf. Wie bereitet man sich auf einen Wettkampf wie diesen vor? Ja, im Prinzip, meistens machen wir so, dass wir in der Woche vor einem Hauptwettkampf ein bisschen zurückschalten mit den Umfängen, vielleicht 1 bis 2 Trainingseinheiten weniger machen. Meistens 2 Tage vor dem Wettkampf, grundsätzlich am Pausentag und am Tag vor dem Wettkampf zum Aktivieren, kleine Laufeinheit, Sprinteinheit oder eine Krafteinheit. Das kommt auf die Athleten an, was für sie besser ist. Schwechater Meetings sind seit jeher mit hervorragenden Nachwuchsathletinnen und Athleten aus Europa besetzt. Einige spätere internationale Weltklasse-Sportler waren bereits als Jugendliche beim Turnier zu Gast. Und auch dieses Jahr nahmen wieder starke internationale Sportlerinnen und Sportler in den Klassen U16 und U18 teil. Aus Deutschland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Ungarn und Tschechien. Es ist eine ganz wichtige Sache. Wir haben mit diesen Athleten und Athletinnen und mit diesen Vereinen eine Kooperation, wo wir dann auch eine Gegeneinladung bekommen, wo unsere Athleten dann wieder dementsprechend international starten dürfen. Und ich finde gerade dieser Austausch, der nicht nur sportlich, sondern auch für die Entwicklung der Athleten und Athletinnen wichtig ist, finde ich eminent wichtig. Es sind knapp 400 Teilnehmer dabei, also das heißt, da gibt es auch sehr, sehr viel im Vorfeld zu tun und natürlich auch am Turniertag oder am Meetingtag dann selbst. Auf der anderen Seite aber auch die Stadt Schwechat als Sportstadt, als Partner, als Sponsor. Ich glaube, dieses Zusammenspiel zwischen dem Sport, zwischen der Stadt ist hier ein wesentlicher Punkt. Und natürlich alle Sponsoren, die der Verein auch hat, auch die tragen dazu bei, dass es erfolgreich ist und dass es vernünftig und gut abläuft. Das Franz Schuster Memorial in Schwechat, einmal mehr der ideale Wettkampf für Sportlerinnen und Sportler der U16 und U18, um in internationale Wettkampfatmosphäre zu schnuppern und sich mit den Besten in Europa zu messen. Diese Bewerbe sind sehr wichtig, denn gerade unsere Christine Griefka hat ja das Limit jetzt für die Jugend-Europameisterschaften geschafft.
Das heißt, diese internationalen Bewerbe sind ganz, ganz wichtig, um hier für die Entwicklung der Athleten in guten Wettkämpfen, wo sie sich eben mit Gleichaltrigen aus den verschiedensten Ländern messen können. Der Sport ist nun einmal wichtig, da geht's ums Vernetzen, so wie es hier halt auch international ist. Da geht es um Gesundheit, da geht es um soziale Kompetenzen, da geht es um Erfolg, aber auch Misserfolg. All diese Dinge gehören zusammen und deswegen ist der Sport auch so unheimlich wichtig.